Hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ich grüße euch, Bastler, Neuankömmlinge, Vaper, alle, die meinen Kanal besuchen. Das ist etwas von der Messe, was ich ergattert habe. Einmal ein Shaker. Das ist Milchmädchen. Ein Designer-Shot von Liquid Designer. Das ist 50-50 meine Base, selber angemischt mit 2,4 Milligramm Nikotin. Habe ich schon etwas länger, habe ich gerade aus dem Kühlschrank geholt. So, und auf der Flasche steht hier drauf: Flascheninhalt reicht für 500 Milliliter. Inhalt Aroma 55 Milliliter. Dosierung 11%. Reifezeit keine. Und wir wollen dieses Shake und Vape heute erst einmal ausprobieren. Ich habe das letztens schon mal auf, ich weiß nicht, Amazon oder YouTube gesehen. Da hatte jemand das vorgestellt. Und da ich so ein bisschen vorsichtig bin und nicht gleich einen halben Liter anmischen möchte, weil ich kenne noch Milchmädchen aus meiner Jugendzeit und ich fand das immer extrem lecker. Aber da ich ja eher für, ja, für Liquid bin, was fruchtig ist, habe ich gesagt, ne, 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 wir machen mal heute davon 250 Milliliter, also die Hälfte. Wenn es mir nicht schmeckt, dann kann ich immer noch sagen, Drecksack, komm da hier, Chantal, komm da hier, ihr kriegt von mir ein Fläschchen leckeres Milchmädchen. Der Sascha war ja gestern schon bei mir und da haben die Augen schon geglänzt. Der ist ja für sowas. Und da, wie gesagt, heute mische ich das an. Und wenn man dann die Hälfte nimmt von dem, was da drin ist, müsste ich jetzt 27,5 Aroma da reindonnern. Und da sind ja drin, oder habe ich gerade gesagt, 55. So, also, ergo, wollen wir das mal machen. Dazu habe ich hier ein geeichtes Reagenzglöckchen, ein Reagenzröhrchen, mein Gott, ja, egal. So, jetzt wollen wir das erstmal sehen, dass ich das jetzt ganz vorsichtig, ohne dass ich was daneben donner, die Hälfte da rausbekomme. Reagenzglas. Mann, 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 Mann. Ich glaube, ich muss das mal eben ein bisschen überhalten. Dann sehe ich das nicht. Wir wollen ja schließlich genau das erreichen, dass wir die Hälfte haben, nicht wahr? Und das ist gar nicht so einfach hier. Haben wir das jetzt oder haben wir das jetzt nicht? Bei dem Licht hier. Ja, ist die. Sind schon mal 10. So. Zack. Lassen wir auch ein bisschen abtruppeln. Da tröppelt immer noch. So. Ich denke mal jetzt nicht mehr. Und jetzt noch 17,5. 16, 17,5. Da muss ich. Da ist 7. Dann die Hälfte.
Ja, hab eine ruhige Hand, habe ich jetzt ganz klein wenig geschlabbert, aber nicht viel. Wenn man nicht aufpasst und keine ruhige Hand hat. 6. Leute. Oder 7. Ich habe einen Knick in der Pupille. Ah, noch ganz klein wenig. Du musst den Daumen da hinhalten. Lacht nicht. Werde ich dir sagen, warum hast du dich gleich auf die Gesamtmenge gemacht? Ja, wollte ich halt eben nicht. So. Klappe zu. So. Hinein. Erstmal ein bisschen abtropfen lassen. Einmal so ein bisschen ziehen. Was habe ich jetzt gesagt? Wie viel? Ich muss da jetzt auffüllen auf 250. Ich traue dem Braten hier gar nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Was müssen da jetzt rein? Ja, Kopfrechnen schwach, Religion sehr gut, oder wie heißt das? Nochmal eben. Wie gesagt, 222,5 muss da jetzt rein. 222,5, ja. 222,5. So, dann nehmen wir erstmal hier die 100. Das ist auch ein geeichtes Reagenzglas. So, da dürfte jetzt nichts mehr passieren hier. So. So. Ja, die Anzeige auf den Shaker, die kann so eine Tonne kloppen. Oh, das riecht hier nach dieser Milchsäure. Oder wie ist das? Buttercreme. Ja, Buttercreme, Buttermilchsäure oder wie auch immer. Boah. So. Jetzt nochmal die 200. Nein, nicht 200, 100. So. Hoch noch da rein. Und laut dem Shaker sind das jetzt schon 250 Milliliter. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Da sind jetzt circa 230 drin. Ah, die Anzeige kannst du da also auch vergessen. So. Jetzt noch 20. Dann haben wir jetzt die 220 da drin. Du. Und jetzt müsste noch 2,5. Da brauche ich eine Spritze.
knalle ich jetzt einfach noch mal hier so einen Schluck rein. Ja, einmal wie schon weg. Ich halt da nämlich gar nichts von, wenn da irgendwo was naja klebt. So, jetzt gesagt 2,5 haben wir noch hier. Nein, die Spritze geht nicht. Wo ist denn die andere? Ich habe doch neue Spritzen hier. Da weiß ich nämlich nicht, was die haben. Muss ich mal eben gucken. Ja, das ist richtig. Die hat 2. Ja, mit den 5 Milliliter Spritzen habe ich so meine arge Probleme. Die geben nämlich ganz langsam, aber sicher bei mir in die Leere. So. Und da müssen wir jetzt 2,5 nehmen. Ja. So. Die kommt auch da rein. So. Na, nicht, dass mir das da reinfällt hier. Nein. Die fällt mir nämlich garantiert da rein. So. Das kippen wir wieder zurück. Tröpfchen für Tröpfchen, wird nichts vergeudet hier. Alles wird ausgenutzt. So. Tun wir jetzt mal da rein. Und jetzt sollte hier eine Menge drin sein. Von 250 Milliliter. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, doch, doch. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gerade ein bisschen blöd geguckt. Das könnte hinhauen mit der Anzeige. Zumindest in dem Bereich. So, jetzt haben wir den Deckel zu. Und jetzt gucken wir auf die Uhr. Das soll so circa 5 Minuten laufen. Was haben wir jetzt? Ja, komm, lass es mal laufen. Mal bis voll. Dann haben wir 20 Uhr. Ich weiß nicht, meine Akkus sind selber oder meine Batterien sind nicht voll da drin. So, ihr wollt das sehen. Es dreht sich ganz genüsslich im Kreis herum, didelum. Gibt natürlich jetzt kein Sog, weil ich das nicht bis oben hingemacht habe. Aber es sollte ja auch so reichen. Also lassen wir den mal jetzt laufen bis 20 Uhr. Ne? Vielleicht sind dann auch bis dahin die Batterien leer. Beziehungsweise die Akkus. Das machen wir richtig zu. Finger sind auch wieder. Und ich würde sagen, wir warten jetzt nicht 5 Minuten, ich stoppe das ab und komme gleich in 5 Minuten wieder oder 8 Minuten. Bis gleich. Ja, wie es denn so ist, nach 2 Minuten waren die Akkus leer. Also habe ich ganz kurzerhand, schnell und bündig, habe ich mir ein Kabel angefertigt und habe den Shaker an mein Netzteil gesetzt. Und habe dann damit 8 Minuten rühren lassen. So, und jetzt kippen wir das um. In eine 250 Milliliter Flasche. So. Ich komme mir vor hier wie eine Trinkbar mit Shaker. So,
Tröpfchen für Tröpfchen, nichts vergeuden lassen. So, Klappe zu, zack dich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also der Geruch ist immer noch derselbe. Riecht also eigenartig nach Buttermilch hier oder Milchsäure oder wie sich das da schimpft. Aber naja. So. Bisschen schütteln nochmal. Zack, zack, zack. So. Und jetzt kommt die Probe auf Exempel. So. Wo haben wir jetzt meinen Tröpfler? So, hier haben wir meinen Tröpfler, den ich zuvor schon genutzt hatte. Schon mit neue Watte. Jetzt mal gucken, ob wir da noch ein paar Tröpfchen rauskriegen. Ist ja meistens so, dass sich unten immer noch was sammelt. So, haben die Watte benetzt. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Das für das Diansche ist, oder nicht? Sagt uns gleich das Licht. Vier Volt. Oh, das schmeckt sogar. Das schmeckt sogar. Da würde ich sagen, wir schalten mal um in die andere Perspektive. So, hier ist das Deansche, das Milchmädchen. Also ist nicht mein Fall. Es schmeckt süß. Ich sag doch Sahne, Milchkuchen. Das ist alles nichts für mich. Ich denke mir mal, mein Sohnemann, der wird seinen Spaß haben. Meine Tochter auch. Für mich ist es nichts. Es schmeckt halt. Ist lecker. Kann man so, sag mal, so zwischendurch könnte ich jetzt machen. Und wäre auch gar nicht so schlecht. Aber auch das, genau wie die anderen, die mir geschmeckt haben, ist nicht mein Old Day. Aber es schmeckt. Aber ich weiß, mein Sohn und Mann, der wird seinen Spaß haben. Der mag das, das weiß ich. Er mag das unheimlich. You have a WhatsApp message. Immer wenn ich Video mache, kommen die Message. So, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss, bye bye. Winke, winke, sagt eure Smogwolke, die Diane. Tschüss.